Zugkanal. Es ist einige Zeit her, dass wir uns gehört haben. Jetzt freue ich mich sehr, im neuen Jahr 2024 ein neues Abenteuer mit euch zu erleben. Voilà! Hör mal zu, präsentiert der Belgier, ein kleiner Mann mit großer Kombinationsgabe. Ich begleite meinen Freund, den kleinen Belgier, nun schon viele Jahre. Stets überrascht er mich jedoch mit seinem feinen Gespür für das Verbrechen. So wie hier in diesem Fall. Ladies und Gentlemen, liebe Freunde, unsere Produktion feiert hier Premiere, und zwar schon nächste Woche in diesem Theater, bevor wir eine 6-Monats-Tournee durch Amerika beginnen. Ja, Margaret wird die Hauptrolle spielen. Und sie wird die Perlenkette des Zaren bei all ihren Auftritten auf allen Bühnen tragen. Mr. Opelson, werden die Perlen nicht irgendwann während des Stücks entwendet? Ja, das werden sie. Aber nur auf der Bühne. Sie werden rund um die Uhr bewacht. In der Zwischenzeit befindet sich der kleine Belgier in einem recht desolaten Zustand bei dem Arzt seines Vertrauens. Danke. Nun, Doktor, sagen Sie mir, wie lautet Ihre Diagnose? Naja, in erster Linie sind Sie ausgelaugt. Selbst Ihre berühmten grauen Zellen hätten gelegentlich etwas Ruhe nötig. Das ist wahr, Mr. Poirot. Sie haben sich in letzter Zeit etwas überanstrengt. 2 Wochen völlige Bettruhe. Das ist meine Antwort. An Ihrer Stelle würde ich zusehen, dass ich aus London rauskomme. Der kleine Belgier macht ein entsetztes Gesicht. Befinden uns am Bahnhof Clackham by the Sea. Es ist neblig und ungemütlich. Das Hotel ist nicht, hat hoffentlich eine funktionierende Zentralheizung. Miss Lemon hat gesagt, es hätte jeglichen Komfort. Also, wo finden wir ein Taxi? Es ist schön, London mal zu verlassen. Schon allein, weil es weniger Verkehr gibt. Im Grand Hotel angekommen, schaut sich der kleine Belgier um und mäkelt an dem ersten Zimmer. Nachdem man ihm 3 andere Zimmer präsentiert hat, ist er nun, glaube ich, damit zufrieden. Das Badezimmer ist hier. 2 Schlafzimmer. Besuchen Sie auch die Rennen? Oh, möglicherweise. Ach, ich denke nicht. Laughing Boy im 4-Uhr-Rennen, das wäre mein Tipp. Wie wär's mit Theater? Diese Woche läuft ein neues Stück an. Ich besorge Ihnen die Karten. Hastings? Ich wette, das würde Ihnen Spaß machen, Sir. Sie sind ja ein Detektiv oder sowas. Im Stück kommt eine teure Halskette vor. Auf der Bühne. Ja, das habe ich gelesen. Mr. Opelson, der Produzent, wird auch zugegen sein. Er und seine Frau. Oh, danke sehr, Sir. Un moment, s'il vous plaît. Dieser Monsieur Opelson, wissen Sie zufällig, welche Zimmer er Poirot. Hat? Poirot. Natürlich weiß ich das, Sir. Die Imperial Suite, Nummer 114. Gleich hier, Sir. Ah, merci. Der nächste Tag begrüßt unseren kleinen Belgier mit Nebel und Sprühregen. An der Promenade lässt es sich trotzdem gut spazieren und die Nase des kleinen Belgiers wird schnupfgeplagt etwas freier. Mr. Poirot? Ich hoffe, Sie verzeihen mir, Mr. Poirot, aber nachdem ich hörte, der berühmte Detektiv wohnt im gleichen Hotel, musste ich ihn kennenlernen. Mr. Poirot, das ist Mr. Opelson. Der Produzent? Ja, natürlich. Monsieur Opelson. Mein Kollege Captain Hastings und ich haben bereits viel über Ihre Produktion gehört. Wenn Sie sich setzen wollen. Danke. Ja. Perlen vor die Säue. Die Premiere ist heute. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mir die Ehre erweisen. Auch auf der Party danach. Das ist überaus freundlich von Ihnen. Und heute Abend wird auch Ihre berühmte Halskette Ihr Debüt geben, Monsieur. Ja, das Dienstmädchen hat sie in der Tasche und bringt sie ins Theater. Celestine, zeigen Sie Mr. Poirot die Perlen. Es geht nicht, Sir. Ich habe keinen Schlüssel. Wieso nicht, verdammt? Wo haben Sie ihn? Mrs. Opelson hat ihn behalten, Sir. Sie bestand darauf. Oh. Sicherheit geht vor.
Sie tragen die als Kette ganz allein? Nein, Sir. Nein, Saunders, mein Chauffeur, begleitet Sie grundsätzlich. Bedauerlicherweise hat er sich verspätet. Dann möchten Sie vielleicht Captain Hastings und mir erlauben, La Mademoiselle zu begleiten? Also das wäre äußerst nett. Es ist uns ein großes Vergnügen, n'est-ce pas, Hastings? Absolut. Bon. Margaret, hör mal, Schatz, du wirst nicht glauben, wen ich gerade kennengelernt habe. Ja, Mr. Poirot, Hercule Poirot, er ist auf dem Weg zu euch. Ja, ich weiß, da hast du recht, wir müssen etwas unternehmen. Oh, mon Dieu, mir schwant, das wird wieder kein normaler Urlaub. Jetzt, ich warte nur noch auf ein Leiche. Mademoiselle, Ihr Name ist Célestine, das ist Französisch, nicht wahr? Meine Mutter war Französin, Sir, aber ich lebe schon immer hier. Ich habe gehofft, ich würde selber mal Theater spielen. Fünf Minuten später rennt ein ziemlich lädierter, junger, blonder, gut aussehender Mann auf mich zu. Sie sind Hercule Poirot, richtig? Oui. Es scheint mir, als wären Sie in eine Notlage, Monsieur. Was? Oh nein, das sind mehr oder weniger meine Geschäftspartner. Damit werde ich allein fertig. Das ist Andrew Hall, der Autor, von dem ich Ihnen berichtet habe. Ah, Monsieur Hall. Dann ist das Stück aus Ihrer Feder. Das Stück ist von Ed Opelson. Er kaufte es, kürzte es, schrieb es um und ließ mich mit 2% sitzen. Deshalb bin ich in Schwierigkeiten. Ist sicher alles in Ordnung? Ja. Ich sollte jetzt reingehen. Ich werde mitkommen. Danke sehr, Mr. Poirot. Mademoiselle? Ich gehe schon. Merci, Hastings. Mr. Poirot? Ich bin Poirot. Mein Name ist Saunders, Sir. Mr. Opelsons Chauffeur. Oui, Mr. Opelson hat mir aufgetragen, Sie ins Theater zu fahren, Sir. Mit seinen besten Empfehlungen. Très gentil. Wieso lässt du die Perlenkette nicht an? Weil ich keine Lust mehr habe, dass mir die Perlen die Schau stehlen. Celestine? Ja, Mrs. Opelson. Ist es sicher, sie einfach hier zu deponieren? Natürlich. Celestine wird das Zimmer nicht verlassen. Noch etwas Champagner? Nein, danke. Sie sind ganz allein, oder? Ja. Das ist ja gemein. Alle anderen sind auf der Party. Wissen Sie was? Ich setz mich zu Ihnen. 3 Stunden später kommen die Herrschaften zurück. Wir sind wieder da, Celestine. Alles in Ordnung? Ja, Ma'am. Alles bestens. Was für eine langweilige Party. Naja, du hast auch nicht gerade geglänzt, Liebste. Und du hast zu viel getrunken. Wieso nicht? Ich bezahle das alles. Celestine, mein Juwelenkästchen. Ja, Ma'am. Hier ist der Schlüssel. Oh, mon Dieu, welch großer Schreck, als man die Schachtel hat geöffnet und das Juwel war disparu. Es war verschwunden. Am nächsten Tag bespricht sich der Besitzer des Schmuckstückes mit mir. Ich nehme an, Monsieur Opelson, dass Sie schon die Polizei gerufen haben. Ja, natürlich. Sie schicken irgendjemanden aus London, aber der ist mir nicht gut genug. Ich will Sie, Mr. Poirot. Ah? Ich flehe Sie an, ich muss die Kette wiederhaben. Und diese Perlen waren doch zweifelsohne versichert. Ja, aber das ist nicht der Punkt. Mir geht es um das Stück, Mr. Poirot. Die Werbung drehte sich nur um die Perlen. Wenn ich sie nicht zurückbekomme, werde ich ausgelacht. Wir gehen auf Amerika-Tournee. Wie sollen wir Perlen vor die Säue ohne Perlen aufführen? Poirot, Verzeihung. Was ist, Hastings? Dr. Hawker. Comment? Sie sollten im Gedächtnis behalten, warum wir hier sind. Ja, Sie haben recht, aber ist... Monsieur Opelson, ich bedauere, dass Poirot in dieser Angelegenheit nicht helfen kann. Was? Ich bin hier en vacances. Ich habe die Halskette in mein Schmuckkästchen gelegt, nachdem ich sie abgenommen hatte. Und dann kam das Schmuckkästchen in die Schublade. War die Schublade abgesperrt? Nein, das war sie nicht. Celestine war da, also hielt ich das für unnötig. Wie viele Schlüssel gibt es für das Kästchen, Mrs. Opelson? Nur einen einzigen. Und den würde ich nie und nimmer hergeben. Sind Sie sich da sicher? Hier wurde keine Gewalt angewendet. Ja, natürlich. Ich bin sicher. Es gab schon immer nur einen einzigen Schlüssel. Ich werde eine Belohnung aussetzen, Chief Inspector. Eine beträchtliche.
Würde das helfen? Mag sein, Sir. Und was haben Sie gemacht, als das Verbrechen geschah? Ich habe in der Zeit etwas genäht, Sir. Ich bin zweimal rausgegangen, ins Nebenzimmer. Zuerst holte ich eine Schere und danach noch einen Faden. An der Strandpromenade gönnt sich unser kleiner Belgier eine Kugel Pistazieneis. Ach, Kopf hoch, Poirot. Es ist zu Ihrem Besten. Ich hege keine Zweifel, Hastings. Sie sollen sich hier entspannen. Andernfalls hätten Sie genauso gut in London bleiben können, wenn Sie hier wieder arbeiten. Das ist wahr. Wieso können Sie sich nicht einfach zurücklehnen und die Seeluft einatmen? Mr. Poirot, ich fürchte, ich habe keine Zeit. Aber Sie wissen das mit den Perlen. Ja, wie war das? Die Kunst imitiert das Leben. Das geschieht Ed recht. Egal, das ist nicht mein Problem. Monsieur Hall, mir ist aufgefallen, dass Sie gestern nicht auf der Party waren. Ich war auch nicht in Partystimmung. Darf ich fragen, wo Sie waren? Ich bin herumgelaufen. Wenn Sie mich nun entschuldigen, ich bin spät dran. In der Zwischenzeit führt Inspektor Chapp Verhöre durch. Sie hat mir leid getan, deshalb bin ich geblieben. Also waren Sie kurz allein im Zimmer, bei der Halskette? Ja, für ungefähr 2 Sekunden. Wusste gar nicht, dass sie da war. Was wollen Sie denn? Chief Inspektor? Oh, hallo, Poirot. Entschuldigen Sie, Mademoiselle. Ich dachte, Sie setzen diesmal aus. Na ja. No. Und? Wie laufen Ihre Ermittlungen? Ganz nach Plan. Haben Sie noch weitere Fragen? Ich habe einiges zu tun. Nein, danke, Miss Wilson. Das war's dann. Grace Wilson, seit ein paar Monaten hier im Hotel. Vorher war sie Bardame im Dog and Duck in Holborn. Sie brachte dieser Celestine das Abendessen. Erster Stock, bitte. Sagen Sie mir, Chief Inspector, was haben Sie bisher herausgefunden? Grace Wilson oder Celestine? Das Zimmermädchen oder das Dienstmädchen? Eine von ihnen muss es gewesen sein. Eine Kette im Kästchen in der Kommode, Chief Inspector, und nur ein Schlüssel. Das klingt nach einem Zaubertrick. Abracadabra. Ich liebe Zaubertricks. Die Halskette war in diese Schublade? Ganz recht. Und diese Tür? Sie führt zum Zimmer des Dienstmädchens, wo Celestine Schere und Faden geholt hat. Während Grace allein hier gesessen ist. Sagen Sie, Hastings, wie viel Zeit hätte Mademoiselle Celestine benötigt, um Schere und Faden zu holen? Ich weiß nicht. 20 Sekunden? 20 Sekunden? Und wie lang wäre sie außerhalb dieses Zimmers gewesen? 4 oder 5 Sekunden im Höchstfall. Exactement. Und wenn Mademoiselle Grace Wilson die Schublade öffnen, das Kästchen entnehmen, es aufsperren, das Kästchen öffnen, die Halskette herausholen, das Kästchen schließen und zurücklegen möchte? Na ja, sie hatte möglicherweise die Zeit. No, das kann nicht sein. Na schön. Verzeihung. Wo wollen Sie hin, Chief Inspector? Es wird Zeit, eine Fahndung nach dieser Celestine rauszugeben. Dann erinnerte ich mich, dass Mr. Wörsing abreisen wollte. Sie sahen ihn bei der Abreise? Oh nein, Sir. Er hat sein Gepäck selbst getragen. Muss bei Tagesanbruch gewesen sein. Sie haben ihn nicht zufällig gestern Abend gesehen? Nein, Sir. Aber ich kann Ihnen sagen, wer ihn gesehen hat, Sir. Als meine Schicht zu Ende war, ich will keine Gerüchte in die Welt setzen, aber wenn ich eine Belohnung kriege, dann... Bitte fahren Sie fort. Ja, da war dieser Schriftsteller, Mr. Hall. Er lungerte eine ganze Weile vor dem Hotel herum. Das war so um 11 Uhr. Sie sagen draußen? Ja, Sir. Aber wenn Sie sagen, Ihr Freund wurde letzte Nacht vor dem Hotel gesehen. Monsieur Hall, er war hier, oui. Na, das erklärt doch alles. Das erklärt was? Wie sie die Kette aus dem Hotel schaffen konnte. Sie konnte das Zimmer nicht verlassen, also warf sie sie aus dem Fenster und er fing sie auf. Haben Sie Mademoiselle Celestine festgenommen? Ja, und je schneller wir Andrew Hall finden, desto besser. Sie haben den Fall ja schon gelöst, wie ich höre, Sir. Das muss nicht unbedingt sein. Wo finden wir Mr. Hall? Mr. Hall, Sir? Ich habe ihn zur Rennbahn gefahren. Ist er denn in Schwierigkeiten? Er könnte Schwierigkeiten kriegen. Wieso fragen Sie? Er schien mir etwas ängstlich. Das überrascht mich nicht. Haben Sie eine Ahnung, wo wir den Mann finden? Ja, er wettet gern. Und zwar grundsätzlich bei einem Mann. Bei Harry Wax. Harry Wax?
Das war ja klar, dass er sich hier rumtreibt. Was meinen Sie, Chief Inspector? Auf einer Rennbahn. Hier finden Sie jede Art kriminelles Objekte, Poirot. Für die Abwicklung von derartigen Geschäften ist dieser Ort doch ideal. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Sind die Eingänge gesperrt? Ja, Sir. Gut, Sie kommen mit. Halten Sie Ausschau nach dem Buchmacher Harry Wax. Ja, kommt, Jungs. Hastings, das ist ein Irrtum. Für Poirot passt hier nichts zusammen. Mon Dieu, hier passt vieles nicht zusammen. Nur meine kleinen grauen Zellen müssen alles akribisch ordnen. Helft ihm mir dabei. Sie täuschen sich gewaltig, Chief Inspector. Ah, dann nehme ich an, Sie haben das auf der Rennbahn gewonnen, richtig? Ja. Laughing Boy hat eine Quote von 7-1. Wieso sind Sie von mir davongerannt, als Sie mich sahen? Ich habe Schulden. Ich hatte etwas Pech und habe mit üblen Burschen zu tun gehabt. Sie haben das doch mitgekriegt. Hinter dem Theater. Ja. Ich wusste nicht, wer Sie sind, deshalb... Und wie erklären Sie das hier? Das kann ich nicht. Das habe ich noch nie gesehen. Tut mir leid. Es war aber in Ihrer Tasche. Dann muss es mir jemand dorthin gesteckt haben. Chief Inspector. Monsieur Hall. Wieso erschienen Sie nicht auf der Party von Monsieur Oppelson? Das sagte ich Ihnen schon. Ich bin draußen herumgelaufen. Ihr Spaziergang führte Sie zum Grand Metropolitan Hotel. Ja. Ich wollte zu Celestine. Ich wollte nur mal wieder bei ihr sein. Doch als ich sah, dass sie nicht allein war, ging ich zu Bett. Mr. Poirot, ich bitte Sie, glauben Sie mir. Ich sehe diesen Schlüssel zum ersten Mal. Jemand muss ihn dort versteckt no, haben. No, ma petite. Erzählen Sie mir von Monsieur Hall. Sie wissen von seiner Spielsucht? Ja. Ich wollte, dass er damit aufhört, doch es ist sinnlos. Das ist wie eine Krankheit. Und Sie wissen, Mademoiselle, dass eine hohe Belohnung auf die Wiederbeschaffung der Perlen ausgesetzt wurde? Ja. Aber ich habe sie nicht gestohlen, Mr. Poirot. Das schwöre ich hoch und heilig. Aber niemand sonst kam in das Zimmer, während Sie dort waren. Nein. Nur das Mädchen vom Zimmerservice. Sagen Sie mir, Mademoiselle Celestine, Monsieur Hall, woher kennen Sie diesen Mann? Wir kennen uns vom Theater. Von einer Produktion von Mr. Oppelson. Ein Oscar Wilde-Stück. Lady Windermere's Fächer? Nein. Das Stück damals hieß Ernst sein ist alles. Das machte in meinem Kopf irgendwie Klick. Nur konnte ich noch nicht wissen, wie und warum es Klick gemacht hat. Währenddessen üben sich Captain Hastings und Jeb am Schießen. Sie sind ein guter Schütze, Chief Inspector. Ich war als kleiner Junge immer auf dem Isleworth-Jahrmarkt. Manche Dinge verlernt man nicht. Also ich muss sagen, es ist schön, mal frei zu haben. Was macht Poirot momentan? Denken. Ah. Dieser Ausflug war als Urlaubsreise gedacht. Ich bin gespannt, was Miss Lemon sagt, wenn sie hier ankommt. Hallo, Sir. Guten Abend, Chief Inspector. Ah, Miss Wilson. Sehr schön. Polizisten sind doch auch Menschen. Ist das Ihren Sohn? Ja. Ich bin froh, dass ich Sie treffe. Ich muss Ihnen noch etwas erzählen. Ah ja, und was? Naja, das muss nichts bedeuten, aber dieser Schriftsteller. Sie meinen Mr. Hall? Ich habe ihn gesehen, in Mr. Opelsons Zimmer, einen Tag bevor diese Kette verschwunden war. Er war da, als ich geputzt habe, sagte er, sucht irgendwas. Aber ich weiß auch nicht. Ist egal. Einen Tag vorher? Was haben Sie vor, Poirot? Chief Inspector, Sie müssen sofort jemanden festnehmen. Ich habe doch bereits jemanden festgenommen. Was ist, wenn wir es in diesem Fall nicht mit Diebstahl zu tun haben, sondern mit Betrug? Und was ist, wenn die Perlen des Zaren gar nicht existieren? Ein Mann in Ihrer Position kann Werbung doch immer gut gebrauchen. Mr. Oppelson, Chief Inspector. Können Sie uns sagen, was hier los ist, Sir? Nach unseren Ermittlungen konnten wir feststellen, dass die gestohlene Halskette gefälscht war. An der Kette waren nie echte Perlen. Sie meinen, er wollte die Versicherungssumme kassieren. Wir untersuchen derzeit, ob es sich um einen Versicherungsbetrug handelt. Eine Stunde später startet wie jeden Abend das Theaterstück Ernst sein ist alles. Guten Abend, Sir. Milady kommt jeden Moment. Mein lieber Inspektor. Verzeihen Sie, Lady Jane, aber ich finde, Sie sollten das auf keinen Fall tragen. Die Halskette? Wieso soll ich das nicht? Weil das Phantom geschworen hat, sie sich zu holen. Und auf das Phantom
war bisher immer Verlass. Das war warum? Wieso wollten Sie das Stück noch einmal sehen? Identität. Morgen gehen Sie mit diesem Stück auf Tournee nach New York. Das ist ja. Ja, das Stück ist vorbei, Hastings. Aber es hat noch einen weiteren spannenden Akt. Ich verstehe nicht ganz. Ah, mon cher Hastings, die berühmten Perlen des Zaren. Wo gibt es einen Markt, wo man sie absetzen kann? Keine Ahnung. Irgendwo in Europa, denke ich. No, Hastings. Genau das hat Miss LeMond für mich in London entdeckt. Sie sind in ganz Europa zu bekannt. Niemand würde sie kaufen. Dann in Amerika? Exactement. Nachdem jeder nach den Perlen sucht, wie kann man sie leicht außer Landes schmuggeln? Ja, natürlich. Im Requisitenfundus des Theaterstückes. Oui. Sie meinen, sie sind hier irgendwo? Oui. Aber wo? Und wer hat sie versteckt? Dieser Fall war höchst merkwürdig, Chief Inspector. Von Anfang an hätten nur zwei Personen die Perlen von Monsieur Opelson stehlen können. Mademoiselle Celestine oder Mademoiselle Grace Wilson, das Zimmermädchen. Es muss Celestine gewesen sein. Sie hatte den Schlüssel. Er war in ihrem Unterrock versteckt. Genau das hatte mich gewundert, Hastings. Wieso behält sie den Schlüssel? Er war doch nutzlos. Das wäre ungeschickt. Wollen Sie sagen, er wurde deponiert? Ja, natürlich. Tja, wenn es nicht Celestine war, dann war es wohl Grace. Aber wir wissen, dass sie keine Zeit dafür hatte, die Perlen zu stehlen. Das haben Sie selbst gesagt. Es ist ein Rätsel, Hastings. Welche von den beiden war es? Mademoiselle Grace Wilson ist im Zimmer von Monsieur Opelson. Oh, sie ist aus reiner Freundlichkeit dort. Verzeihen Sie bitte. Ich besorge Ihnen eine, wenn Sie wollen. Als Mademoiselle Celestine den Raum verlässt, um eine Schere zu suchen, handelt Grace wie ein geölter Blitz. Den Diebstahl der Perlen konnte sie in einer Sekunde erledigen, da sie das Kästchen nicht selber aufsperren musste. Sie hatte im Nebenraum einen Komplizen mit dem Zweitschlüssel. Und er war es, der die Perlen und das Säckchen entwendete. Und ich nehme an, dieser geheimnisvolle Mr. Worthing versteckte den Schlüssel im Saum von Celestines Unterrock. Er oder seine Komplizin, Chief Inspector, oui. Aber es war definitiv Mr. Worthing, der das leere Säckchen Monsieur Hall in die Tasche steckte. Genau, ich habe ihn beim Pferderennen gesehen. Das war Mr. Worthing, das könnte ich schwören. Aber wer ist das? Du bist ein verdammter Idiot. Ich habe gesagt, wir dürfen nicht herkommen. Aber ich denke, dafür ist es nun zu spät, Madame Saunders. Madame? Sie meinen, die sind verheiratet? Aber selbstredend, Chief Inspector. Auch das hat Miss LeMond herausgefunden im Dog and Duck in Holborn. Grace Saunders. Der Eigentümer der Bar wusste noch genau, wer Sie sind. Aber wieso diese Tarnung? Ah, Hastings. Wie sonst hätte Monsieur Saunders ein Zimmer neben Monsieur Opelson reservieren können? Er musste eine neue Identität annehmen. Wie haben Sie das bloß alles herausgefunden? Wie immer, Monsieur. Es sind die kleinen Details. Die Belanglosigkeiten wecken erst die Neugier von Poirot. Sie werden sich erinnern, Hastings, dass ich in der Nacht des Diebstahls weißes Pulver auf dem Ärmel von Monsieur Saunders bemerkte. Oh, pardon. Sie werden mir verzeihen. Ich dachte, das wäre Talkumpuder. Danke vielmals, Sir. De rien. No, Hastings, das war kein Talkumpuder. Das war französischer Kalk, den Schreiner dazu verwenden, dass Holzschubladen leichter zu öffnen sind. Damit behandelte Monsieur Worthing die Schublade, in der die Perlen lagen. Aber ich hatte Monsieur Worthing schon lange vorher verdächtigt. Sie verdammter Hund. Das reicht. Abführen. Eine Frage noch, Poirot. Ich weiß, Sie haben die beiden hier erwartet. Woher wussten Sie, dass Sie zurückkommen? Sie kamen hierher, um die Perlenkette zu holen. Ach so. Wo ist die Kette? Mon Dieu, sie war die ganze Zeit in die Wachsblumenstrauß, der auf den Tisch stand. Zu präsentiert Der Belgier, ein kleiner Mann mit großer Kombinationsgabe.